Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Weiß. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar gemeinsam mit Dirk Hilger, Stereo Trader Helpdesk, Fragen und Antworten. Kurze Frage, können Sie mich hören? Ist der Ton soweit in Ordnung? Dann können wir jetzt auch gleich schon starten und dann kann ich rüberschalten zu Dirk. Alles klar, super. Genau, also für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, Sie haben also die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen über die Chat-Funktion. Sie haben also auf der rechten Seite Ihres Bildschirms eine Chat-Funktion und da können Sie natürlich Ihre Fragen loswerden. Gut, ich möchte nicht lang erzählen. Dann gebe ich rüber zu Dirk und ich sage schönen guten Abend und hallo Dirk, können wir dich hören? Also ich höre dich noch nicht. So, ich habe dich auch die ganze Zeit nicht gehört. Ich hoffe, Also man hört mich jetzt. jetzt höre ich dich, ja. Ich hoffe, die Ja, Teilnehmer auch. Bitte kurz Feedback. bin ich zu Ja. laut oder zu leise oder irgendwie komme ich verzerrt an oder geht das? Ich habe hier irgendwie so Ich höre dich gut. ziemlich ordentlichen Pegel hier. Okay, ja, wunderbar. Dann auch von meiner Seite hallo und herzlich willkommen hier zur Sprechstunde sozusagen bezüglich dem Stereo Trader. Das heißt, ich werde versuchen hier auf Fragen einzugehen. Also es wird auf keinen Fall jetzt hier ein Monolog, ich werde es hier keinen Vortrag halten, sondern geht wirklich darum, Fragen zu beantworten, die man sonst vielleicht im Support nicht so ohne weiteres hinbekommt oder eben in Textform nicht so gut darzustellen sind. Jetzt habe ich nur hier, Moment, ich gucke mal eben, ob ich die Fragen hier überhaupt anzeigen kann. Das ist ja immer so ein bisschen tricky. Jo, da steht nur irgendwie gar nichts. Da vermute ich mal, da ist irgendwas falsch eingestellt. Andreas, also ich sehe gar nichts, ne? Ja, ich schaue gerade mal, also unter dem Modul Fragen, wenn du das auffächerst, kannst du das sehen? Ja, nur ist es halt komplett leer. Und normalerweise steht da immer so ein bisschen was drin. Der eine oder andere sagt da schon mal Hallo Es kann sein, und da dass die steht Vergangenen gar jetzt nichts. nicht drauf sind. Vielleicht kann ich schreibe mal was rein, also mal gucken, ob du das sehen Ja. kannst. Okay. Augenblick. So, ich fange trotzdem mal Ja. an. Hier mit einer kleinen Einleitung. Und zwar, ich hatte ja auch angekündigt schon, ich habe das Webinar ja auch geteilt auf meinen Facebook-Seiten. Und ist eben so, dass hier nicht nur Fragen beantwortet werden, sondern wenn eben Vorschläge kommen, von denen ich dann auch der Meinung bin, okay, das betrifft mehrere, das könnte mehreren gefallen, dann bin ich da auch bemüht, Sachen dann auch entsprechend auch umzusetzen. Und es gab beim letzten Mal, gab es zwei Vorschläge, wo ich auch der Meinung war, das macht Sinn. Und das wird auch diejenigen freuen, die das angeregt haben. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wer hier jetzt alles dabei ist und wer nicht, weil ich sehe irgendwie leider Gottes so ziemlich nichts heute. Das war irgendwie gestern ganz anders. Und zwar eine Sache davon, mein Bildschirm sieht man, ja? Den sehe ich, ja. Okay, gut. Eine Sache war nämlich die Frage, weil ja hier beim Stereo Trader ist ja kaufen links und verkaufen rechts. Und im MetaTrader per Standard ist das ja anders. Das ist hier oben übrigens nicht mehr eingeblendet in der neuen Version. Das wird komplett ausgeschaltet. Und deswegen kann ich auch hier jetzt das gar nicht mehr aufrufen. Also sobald der Stereo-Trader drauf ist, kann man da oben auch nicht mehr mit dem MetaTrader, ja, mit diesem Klickteil da oben handeln. Weil gibt auch keinen Sinn. Also ganz klar. Und damit man das eben nicht versehentlich macht, es würde funktionieren. Das führt nicht unbedingt zu Fehlern, aber eben nicht zu der Ausführung, die man gerne hätte. So, aber nichtsdestotrotz, dort ist halt eben Verkaufen immer links beim MetaTrader und Kaufen rechts. Und ich war der Meinung, das ist nur beim MetaTrader so, bei anderen Programmen nicht. Habe mich da auch eines Besseren belehren lassen. Und entsprechend kann man das nun im StereoTrader auch umstellen. Einfach Klick aufs Logo und hier bei Price and Strip. Dort gibt es jetzt eine neue Option, die heißt Sell Left, Buy Right. Sobald ich die anklicke, siehe da,
Und dann sieht das Ganze so aus. Dann bin ich nämlich hier genauso unterwegs. Ich verkaufe links und kaufe rechts. Gilt sowohl für Orders als auch hier oben. Ja? Was in dem Zuge auch dazu gekommen ist, sieht man auch hier, sobald ich die Maus in das jeweilige Feld bewege, sieht man auch entsprechend auf der linken Seite jetzt in dem Fall den Bid und auf der rechten Seite den Ask. Ja, also normal ist dann halt immer der Bid angezeigt bei der MetaTrader 4 Version und aber hier dann eben auch entsprechend der Ask. Das heißt, ich habe nicht nur den Spread hier angezeigt, sondern dann halt eben auch oben, wenn ich draufklicke. Und natürlich kann man das auch nach wie vor, wenn man jetzt hier auswählt, hier bei Price Display, kann ich natürlich auch nach wie vor beides auswählen. Das heißt also so, dass hier Bid und Ask angezeigt werden. Und dann ist es auch entsprechend mit der Einstellung dann jetzt eben vertauscht. Und ich vermute mal, diejenigen, die das gefragt haben, die wird es freuen. Und das sind eben genau solche Vorschläge, die ich auch gerne aufgreife, wo ich dann sage, gut, wenn das so ist, bin ich der Letzte, der sich da nicht auch eines Besseren belehren lässt und baue dann eben sowas auch gerne ein. An dieser Stelle geschehen. Da kannst du denn die Fragen sehen? Jetzt ist es gerade, sind wir eben welche reingekommen. Kannst du die sehen? Nein, keine einzige. Das ist schlecht. Leider keine einzige. Ja, das ist ganz schlecht. Gut, dann werde ich die vorlesen, würde ich vorschlagen. Ja, ich mache mal hier ganz kurz noch fertig. Ja. Es gibt noch eine Sache, die dazugekommen ist. Ich stelle das hier nur gerade noch mal zurück dahin, wo es war. Auf BitOnly, genau. Hier sieht man es schon bei Symbol. Das ist schon mal soweit vorbereitet. Hier gibt es auch so ein paar Sachen, die sind dazugekommen. Also einmal hier Display Real Name. Ja, das heißt, da sind halt Namen hinterlegt für die jeweiligen Instrumente. Und wenn das hier zum Beispiel angekreuzt ist, also hier der Haken dran ist bei Display Real Name, ich kann es aber mal umstellen auf Deutsch, jetzt muss ich nicht alles auf Englisch hier machen, mal ganz kurz. So, bin ich hier, so bei Instrument, so, Realname anzeigen, das heißt, es sind halt vereinheitlichte Namen und so heißt dann, egal wie das Instrument jetzt hier heißt, ob jetzt DE30 Mini oder DE30 und so weiter und so fort. Hier. Jetzt sehe ich übrigens die Fragen, Andreas. Jetzt funktioniert das. Und, ja, alles klar, super. Einfach nur, um das ein bisschen zu vereinheitlichen. Es kommt ja auch schon mal vor, soll natürlich auf gar keinen Fall vorkommen, dass man auch mal zu Testzwecken auch mal einen anderen Broker haben könnte. Und da würde dann halt eben auch immer DAX24 stehen, vorausgesetzt, das ist entsprechend der Liste drin. Das Feld wird auch noch veränderbar, das werde ich auch noch machen. Das heißt so, dass man hier selbst einen eigenen Namen vergeben kann und der sich dann halt eben dann auch merkt. Weiterhin hinzugekommen ist jetzt hier im Zuge des Market Profiles und auch im Zuge von Funktionen, die jetzt noch zusätzlich kommen werden im StereoTrader, die Profildaten. Das heißt, hier kann ich angeben, sofern eben halt das nicht sowieso schon in der Datenbank hinterlegt ist. Bei FX Flat betrifft das natürlich alle Instrumente oder weitgehend, also die gängigsten Instrumente sind sowieso alle drin. Und dann steht hier zum Beispiel halt das Underlying, ja, also das wäre jetzt hier zum Beispiel FDAX und dann hier die Start- und Endzeit und die Tick Size. Das ist momentan tatsächlich nur wichtig für das Market Profile Add-on von Oliver Klemm. Und das hat ja bestimmt auch der ein oder andere mitbekommen, dass es das jetzt gibt. Wird aber auch in Zukunft wichtig sein, um zum Beispiel Fibos und so weiter zu berechnen, sodass halt eben auch nur noch diese Handelszeit entsprechend damit eingerechnet wird. Ja. Und deswegen das nur mal zur Info, das kann man nachher eingeben, beziehungsweise ist jetzt ohnehin bei den meisten Sachen sowieso schon vorgegeben. Ja. Also hier nicht wundern, ich kann hier nichts ändern, das liegt einfach daran, weil das ja schon korrekt so hinterlegt ist, da muss man dann auch nichts mehr ändern. So, gerade mal gucken, ob hier sonst noch was dazugekommen ist. Ich glaube, in dem Bereich jetzt nichts. Nee, da ist nichts dazugekommen. So, okay. So, hier nebenbei geht hier gerade mein Euro-Short auf, sehe ich gerade. Weiß nicht, sind da bestimmt auch der ein oder andere aus der Gruppe dabei, haben es mitbekommen, was ich mit dem Euro davor habe, aber gut, das jetzt nur am Rande. Was ist noch dazugekommen? Und zwar, es kam noch die Frage, Strategienamen und so weiter geht immer verloren, wenn der MetaTrader geschlossen wird. Das sollte jetzt eigentlich nicht mehr
so sein. Also generell ist das halt so ein bisschen tricky, weil der MetaTrader irgendwie nur die Hälfte von dem an Daten speichert, was man eigentlich bräuchte. Das ist immer ein bisschen schade. Und ich hoffe, dass das damit halt jetzt auch erledigt ist. Hat jetzt noch ein bisschen wenig Praxiserfahrung an der Stelle, aber wenn ich jetzt als Beispiel hier einen Strategienamen vergebe, nehmen wir den einfach mal Strategietest. Will jetzt nicht ausschließen, ja, dass es jetzt auf Anhieb irgendwie nicht funktioniert. Wie gesagt, die Funktion ist neu, die ist auch jetzt nicht lebensnotwendig, ja, aber wäre halt schon nett zugegebenermaßen, wenn das eben funktioniert. So, das heißt, die heißt jetzt Test, die Strategie, und sollte dann idealerweise so sein, wenn ich jetzt den einfach beende hier an der Stelle. So, und dann wieder aufmache. Wo ist er denn? Und dann sollte, wenn jetzt alles richtig läuft, die Strategie auch noch geladen sein. Wenn nicht, muss ich da nochmal ran. Weil es halt schon so eine Geschichte, die natürlich echt nicht schön ist, wenn man da jedes Mal halt irgendwie alles neu einstellen muss. So, hier passiert irgendwie gerade gar nichts mehr. Ah doch, da ist er. Immer ein bisschen Ladehemmung, wenn hier irgendwie Webinar oder sowas halt läuft. So, mal gucken, ob das funktioniert. Eieiei, das immer dauert. Ja, hat funktioniert. Ja, also man sieht, dann ist hier auch noch die richtige Strategie geladen und er merkt sich eben auch, ob das Fenster, ob der Chart passiv oder aktiv war. Also das heißt, es sollte jetzt tatsächlich dann eigentlich so sein, dass wenn man den MetaTrader beendet, samt irgendwie Add-ons und so weiter, die man hat und eingestellten Strategienamen plus aktiv oder passiv, sollte es sich eigentlich wieder 1:1 genauso dann auch herstellen. Das ist so ein bisschen die Funktionalität vom MetaTrader da umgangen an der Stelle. Aber ich vermute mal, das macht Sinn. So, das sind die wesentlichen Neuerungen jetzt halt hier von dem aktuellen Release. Das wird nächste Woche angekündigt. Das wird die Nummer, ich kann mal hier reingucken. Oh, das reagiert ja hier wirklich alles fürchterlich mal wieder. Das wird entweder die 1.8.1.3 oder 1.4 sein. Die 1.3 ist schon online, aber da muss man sich jetzt auch nicht unbedingt draufstürzen. Sobald das halt irgendwie spruchreif ist, ja, kann man sich das runterladen, beziehungsweise dann wird es ohnehin im MysterioTrader auch angezeigt, dass es verfügbar ist. Und bis dahin ist es halt hauptsächlich für die, die sagen, ja, ich habe hier noch ein Problemchen und da noch. Und dann sage ich schon auch gerne mal, schnapp dir schon mal die allerneueste Release. Aber für den es jetzt nicht lebensnotwendig ist, der kann auch noch bis nächste Woche warten. So, das war es schon mal an der Stelle, was jetzt die Neuerungen angeht. Wie gesagt, ich hoffe, das freut den einen oder anderen. Und dann kommen wir mal zu den Fragen. So, was haben wir denn hier? Andreas, du wolltest, glaube ich, vorhin irgendwas einwerfen. Also eine Frage einwerfen. Er spricht nicht mehr mit mir. So, ich muss mich hier auch noch mal ein bisschen zurechtzwirbeln hier im Bild. Was hat es mit der visuellen Ausführung auf sich? Fragt der Klaus. Und zwar folgendermaßen, visuelle Ausführung, ja, das ist also der Punkt hier im Kapitel Trading. Ich kann hier MIT, visuelle Ausführung. Das heißt, vermutet man schon, bezieht sich auf sämtliche MIT-Orders, also hier Limits und Stop-Orders, hat ganz einfach das damit auf sich, dass ich normalerweise, ist es ja so, wenn ich jetzt hier als Beispiel jetzt im DAX, der bewegt sich zwar gerade nicht, aber dafür soll es jetzt reichen, ist es ja eben so, wenn ich eine zum Beispiel Buy-Stop-Order habe, so, die wird ja, wenn visuelle Ausführung nicht ausgewählt ist, hatte ich das jetzt eigentlich ausgewählt? Nee. So, dann wird die ja ausgeführt, sobald der Ask entsprechend den Kurs von der Order berührt. Klar, Ask bei der Kauforder Ask und bei der Verkaufsorder der Bid. So, und visuelle Ausführung bedeutet, dass ich eine Ausführung dann habe, wenn der Bid dran ist, weil der Chart vom MetaTrader 4, also die visuelle Darstellung, die ist immer am Bid-Kurs. Ja, die ist nie am Ask. Das heißt, hier oben, wenn die Kerze hier oben zum Beispiel, also hier so einen langen Docht hat, dann war das da oben, das war der Bid, nicht der Ask. So, und deswegen ist gemeint mit visueller Ausführung, weil ich könnte zum Beispiel sagen, auf, wenn der da oben nochmal hingeht, genau an den Docht, ja, so, dann würde ich da long mitgehen. Ja,
oder umgekehrt Short oder wie auch immer. Und so kann ich dann halt eben, wenn das ausgewählt ist, also wenn hier visuelle Ausführung, wenn das halt ausgewählt ist, dann wird man sehen, so hoffe ich, ich habe natürlich hier wieder eine Bastelversion gerade am Start und nicht die, die draußen ist aktuell. Und dann kann der Bit zwar dahin laufen, passiert aber da nichts, sondern die wird erst, ich muss hier, zieh dir mal ein bisschen runter, ich helfe dir mal ein bisschen auf die Sprünge hier. Ja, ist klar, jetzt musst du natürlich davon laufen. Ach, Dax, jetzt komm schon. Tu dir jetzt nicht so. So, hier sieht man es aber schon, ja, war ja gerade schon dran. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ist schon wieder der Ask dran, es passiert nichts, weil, wenn das so eingestellt ist, dann muss der Bitkurs da dran und dann wird die ausgeführt. Das ist natürlich halt brauchbar, also A, bei Instrumenten, wo man jetzt vielleicht einen größeren Spread hat, wenn man sowas handelt, wie zum Beispiel der Bund, dort ist der Spread ja leider ein bisschen üppiger, oder halt natürlich eben auch zum Scalping, ja, also wenn man irgendwie nur ein, zwei Punkte irgendwo mitnehmen will, und dann komme ich natürlich mit dieser Art der Einstellung, komme ich natürlich da wesentlich genauer halt dran und muss mir keine Gedanken machen, wo der Ask gerade liegt, also beziehungsweise muss das nicht immer irgendwie gedanklich hier noch mit dazu packen, sondern stell das einfach ein und dann werde ich eben visuell genau an dem Punkt ausgeführt. Und das ist übrigens, gilt es auch genauso für, also hier ist eine Stop-Order, bei der Limit-Order wäre es natürlich ebenso, ja, also wenn ich jetzt hier eine Limit setze, zum Beispiel genau an der Öffnung von der Kerze hier, und dann wird die nicht erst dann ausgeführt, wenn die Kerze so weit drunter geht, dass der Ask da steht, ja, das ist nämlich genau das, dann müsste ich ja normalerweise, müsste ich mir hier einen Punkt dazu denken, das brauche ich nicht, sondern ich setze sie einfach hier hin und sobald nämlich entsprechend die Kerze, die dargestellte Kerze da unten landet, werde ich auch gefillt. So. Das gleiche gilt für Stop-Loss und Take-Profit ganz genauso, vorausgesetzt, ich habe das hier entsprechend auch eingestellt, das ist ja per Standard nicht eingestellt, sondern per Standard ist es ja so, dass Stop-Loss und Take-Profit vom Broker, also vom Server ausgeführt wird, nicht vom Stereotrader, kann man aber auch einstellen, wie gesagt, zum Skypen sicherlich kein Fehler und habe dann eben genauso das Thema, dass entsprechend der Stop-Loss auch immer nur am, oder genauso Take-Profit immer nur am Bit ausgeführt wird, nie am Ask. Ja? Das heißt, so kann ich ja wirklich extrem genau damit dann zum Beispiel halt auch skypen. Das hat es damit auf sich. Beantwortet soweit? Okay. Kommen keine Beschwerden, gehe ich mal davon aus, das passt. So, was haben wir hier noch? Wie lässt sich der Wert für Buy oder Sell genau einstellen? Mit Maus ist Wert zuweilen nur ungenau einstellbar. Wie geht es denn genauer als mit der Maus, frage ich mich da ehrlich gesagt. Also falls die Frage dahin zielt, wenn es hier um Orders geht, das ist tatsächlich nur mit der Maus machbar und ich glaube, hier kann man es nicht bearbeiten. Könnte man aber, das, also wenn das auch so was ist, wo viele sagen, ja, ich brauche das auch, ich will auch gerne lieber hier einen Wert eingeben, dann kommt das da rein. Ja, sowas muss ich nur wissen, weil ich bin jemand, ich arbeite halt nur mit der Maus und bis jetzt hat es irgendwie noch keiner angebracht, aber kann man natürlich machen. Also wenn das irgendwie auch euer Wunsch ist und dann mache ich das gerne. So, dann haben wir hier noch, also wie gesagt, wenn das, ich brauche schon ein Feedback, ne? Also wenn da mehrere sagen, ja, hätte ich gerne, dann einfach mal bitte hier reinschreiben, dann sehe ich das halt auch, weil ansonsten wäre das hier eine Individualgeschichte und da tue ich mich dann ein bisschen schwerer damit, die mit Priorität zu behandeln. So, gut, da kommen noch mehr, okay, dann kommt das auf jeden Fall mal auf die Wishlist. So, dann haben wir hier noch als nächstes auch von der Dagmar. Moment. Problem, Zeiteinheitenwechsel bei den ausgelagerten Charts, Floating Charts. Ja. Floating Charts, für die, die es nicht kennen, das ist so ein Ding, wo man halt die Charts auslagern kann. Da kann ich aber leider nur sagen, da muss man sich an Floating Charts wenden. Ja? Also wenn es dort Abstürze gibt, ich kann halt mit Gewissheit sagen, der Stereotrader greift nicht in die Struktur ein vom Metatrader, auch nicht in die Windows-Struktur. Das macht aber Floating Charts.
Und wenn es da im Zusammenspiel mit irgendwas Probleme gibt, dann bitte dorthin wenden. Ich kann da leider überhaupt nichts dazu sagen, verwende es auch selber nicht. Aber also dieser generell der Wunsch, ja, dass man halt mehrere Bildschirme benutzen kann, den gibt es ja von mehreren. Ich habe das halt hier auch schon mal halt irgendwie auf der Liste. Das ist halt leider nicht so ganz ohne, weil man tatsächlich da halt schon irgendwie so ein bisschen ins System eingreifen muss. Das findet auch Metacodes nicht so lustig. Und sowas versuche ich halt generell zu vermeiden. Aber es gibt einen ganz einfachen Trick, ja, wie man zwei Monitore oder vier oder wie viel auch immer verwenden kann. Und der kostet noch nicht mal was. Man kann ja einfach den MetaTrader zweimal starten. Zweimal im gleichen oder auch im anderen Konto, ist völlig egal, ja. Und ziehe den einfach auf einen anderen Bildschirm und dann ist gut. Ich kann mich ja in das Konto mehrfach einloggen und habe dann einfach auf dem zweiten Bildschirm ebenfalls wiederum meine Charts. Also das ist der einfachste und auch billigste und günstigste Trick, aber halt eben eine funktionierende Lösung tatsächlich, wie man das machen kann. Ja. Und die können halt auch dann ja auch, die laufen ja auch im gleichen Ordner und so weiter. Kommt ja auch eigentlich nichts ins Gehege. Muss nur dann trotzdem aufpassen, dass man nicht versehentlich zwei aktive Charts hat. Ja, also dass der Stereo-Trader sich nicht selber da in die Füße kommt. Und das ist das Einzige, aber ansonsten ist das alles völlig problemlos eigentlich machbar. Und ich lese auch hier gerade auch von anderen, dass mit Floating Charts da auch andere Probleme irgendwie da sind. Also ich habe das auch mal irgendwie ausprobiert, aber da konnte man auch, glaube ich, keine Einstellungen und so weiter abspeichern. Da musste ich jedes Mal alles nochmal neu machen. Das ist ja irgendwie auch nicht Sinn und Zweck der Übung. So, und ja, es kann sein, dass das erst, schreibt ja auch gerade die Dagmar, seit der Version 1.8 ist möglich, ja, also, aber trotzdem, ich kann ja nur nochmal sagen, StereoTrader greift nicht ein, ja, es kann einfach sein, dass die 1.8er Version ein bisschen mehr Ressourcen braucht und da Floating Charts irgendwo in die Quere kommt. Das ist die einzige Erklärung, die mir dazu einfällt, so auf Anhieb. So, aber wie gesagt, einfach zweimal den MetaTrader öffnen, auf einen anderen Chart sehen, das Thema ist erledigt. Das ist auf jeden Fall auch gar nicht so unelegant, die Lösung, zumal man dort auch die Einstellungen dann auch speichern kann. So, schön wäre auch, schreibt jemand, wenn sich die Kauflinien über den gesamten Chart ziehen lassen, nicht nur im vorderen Viertel. Lieber Oliver, da musst du einfach mal in das Setup gucken. Das geht nämlich. Und zwar, also wir selber mal gucken, wo das ist. Bei Kurs und Strip müsste es eigentlich sein. Guck mal, da steht Order Label Position. Die steht bei 450, minus 450. Minus 450 heißt 450 Pixel von hier nach da. Und da fängt das Ding an. Und wenn man das auf 0 stellt, stehen die Dinger plötzlich ganz links. Ich glaube, damit ist das Problem schon gelöst. Also das geht. Und man muss einfach mal überall rumklicken. Also macht ja nichts kaputt. Aber es ist wirklich mit ganz vielen Sachen so, ja, dass halt irgendwie mal so Wünsche kommen, ja, also ich hätte das gerne und das gerne. Und ich dann sage, es ist schon lange drin. Und kann man da und da umstellen. Also das ist hier nur voreingestellt eben. Minus 450 heißt eben von rechts nach links. Und wenn ich plus 450 eingebe, dann wäre es von links nach rechts. Also man kann das halt tatsächlich einstellen, wie man es braucht. Und so fand ich es halt nur ein bisschen schicker, weil man halt einfach ein bisschen näher hier am an dem Kurs dran ist und mit der Maus nicht so einen riesen Radius immer hat, wenn man irgendwie irgendwo was klicken muss. So, da ist der Oliver jetzt bestimmt schon ganz schnell happy mit der Antwort. So, was haben wir noch? Ja, okay. Ab und zu gibt es Warnungen, dass die Datenverbindung zu langsam ist. Dann neu einloggen oder gibt es eine bessere Lösung? Ja, man kann die Warnung abstellen, aber sie sagt halt vom Prinzip her schon die Wahrheit. Ja. Die ist, glaube ich, voreingestellt, muss ich selber mal gucken. Das sieht man hier bei Expert Advisors Properties. Genau, hier gibt es Server Speed Warning, 500 Millisekunden. Ja. Und sobald eine Ausführung, das heißt jetzt, also er rechnet immer komplett zusammen, wenn ich halt irgendwie 10 Positionen gleichzeitig schließe und jede braucht 50 Millisekunden, dann bin ich dann natürlich auch bei 500 Millisekunden und da gibt es halt eine Warnung.
Und sobald dieser Wert eben überschritten ist, kommt die. Wenn die jetzt bei einer Order kommt, ja, dann würde ich da mal dringend mal irgendwie meine Internetverbindung mal halt irgendwie überprüfen, weil ich weiß, dass bei FX Flat die Ausführung deutlich drunter liegt und diese Warnung da halt auch nicht kommt. Und außer, wie gesagt, man hat natürlich irgendwie ein Riesenpaket von Positionen, die man gerade zumacht, dann geht natürlich jede einzelne hin und her, ja. Und das ist halt klar. Aber normalerweise, wenn die wirklich immer kommt, dann mal die Internetverbindung überdenken. Und da auch wieder mein Hinweis zum Stichwort VPS. Da hat man halt einfach auch die deutlich bessere Internetverbindung, wenn man VPS einsetzt, statt irgendwie zu Hause im WLAN darum zu operieren. Aber das hat schon seine Richtigkeit. Und wenn das jetzt einfach nur stört, wenn jemand zum Beispiel ständig mit Grids unterwegs ist und die halt immer aus 100 Einzelorders bestehen, dann kann man den Wert auch einfach hochstellen. Das kann man hier einfach ändern und dann ist halt gut. Und dann kommen die natürlich auch nicht mehr. So, dann haben wir hier noch. Was bewirkt das Häkchen bei der Aktivitätsüberwachung? Das ist momentan nur teilweise aktiv. Ja. Gemeint ist damit die Geschichte hier vorne, die Aktivitätsüberwachung. Das heißt, der guckt halt, wenn von Einflüsse von außerhalb kommen, wenn halt zum Beispiel halt ein Konflikt entsteht, wenn ein anderer Stereotrader oder ein anderer Expert Advisor oder was auch immer in die Positionen eingreift und die nicht mit dem übereinstimmen, was der Stereotrader eigentlich einstellen will. Und dann stellt die Aktivitätsüberwachung das fest und bringt dann halt auch entsprechende Warnung oder steigt dann eben tatsächlich auch aus. Also wie gesagt, die ist momentan nur teilweise aktiv und sollte eigentlich nur eingreifen, wenn es wirklich dann auch kritisch wird. Und aber das ist genau der Hintergrund. Ja. Also es ist kein Fehler, das Häkchen da zu lassen, wenn die Funktion mal noch weiter ausgebaut wird. Und das ist auf jeden Fall ganz einfach der Grund. Also beziehungsweise das hat es damit auf sich. Also eben Schutz sozusagen von dem, was von außerhalb reinkommt. So, dann kommt die Frage, was heißt MTO? MTO ist eine Market Trail Order. Und zwar, das ist ein DAX hier jetzt echt ein bisschen langweilig, vielleicht mache ich mal den Euro auf, der bewegt sich wenigstens. Ich mache die mal eben weg. MTO heißt nichts anderes, ist eigentlich nur, wie gesagt, Market Trail. Also ist eigentlich ein Kunstbegriff und bedeutet nichts anderes, als dass er sich direkt, man kann das hier einstellen, müsste bei Kurs ins Strip gehen, MTO Trading Abstand. Das heißt nämlich einfach nur, wenn ich jetzt statt normal hier kaufe, ja, also einfach nur hier draufklicke, bin ich ja sofort Market drin. Wenn ich das aber mit gehaltener Shift-Taste mache, dann macht er dieses. Dann platziert er eine Order und zwar genau über dem Abstand, den ich eingegeben habe. Jetzt sind wir hier in der visuellen Ausführung, das heißt an der Stelle über dem Bit und zieht die halt mit dem Kurs mit. Ja, also würde jetzt zum Beispiel halt, also ist ähnlich wie eine manuelle Limit-Pullback, kann man das eigentlich nennen. Das heißt, wenn er jetzt hier runterfällt und dann zuckt, ja, dann bin ich in der Zuckung drin. Und so bin ich eben nicht direkt Market, sondern gebe mir dann halt noch ein bisschen Puffer, entsprechend, bis der Rücklauf halt da ist. Und das kann schon mal ganz sinnvoll sein, wenn man jetzt zum Beispiel halt wie hier so eine Bewegung hat, so wo man zum Beispiel hier im 5-Minuten-Chart wäre das jetzt hier ja long, ja, also das heißt, geht hier in die Korrektur. Und dann kann ich natürlich den Abstand auch größer stellen und dann zum Beispiel sagen, okay, 5 Punkte. Und sobald er sich dann halt in der Korrektur 5 Punkte nach oben bewegt, bin ich dann halt drin. Ja, hier ist sie jetzt auf einen Punkt eingestellt. Und das, ne, also hier sieht man es ja, einen Punkt. Und wie gesagt, in dem Fall jetzt auch über dem Bit, weil ich ja die visuelle Ausführung vorhin aktiviert habe. Ansonsten wäre die über dem Ask. Und nochmal, um das zu zeigen, man erreicht es einfach, indem man hier oben mit gehaltener Shift-Taste klickt. Und Short natürlich ganz genauso. Ne? Jetzt sieht man es ja hier auch, er zieht die dann halt direkt mit, die Order. Vorausgesetzt, er bewegt sich heute nochmal irgendwann einen Tick nach unten, der DAX. Und im Fill dann entsprechend nach oben. Ich lasse es hier mal stehen. Vielleicht schafft er in den nächsten 5 Minuten, sich einen Tick nach oben zu bewegen und dann sieht man auch den Vorführeffekt. So, was haben wir noch? War das beantwortet soweit? Ich denke mal ja. Ne? Wie stellt man den Stereotrader ein, wenn man in zwei Fenstern unterschiedliche Strategien vom DAX handeln will?
auch ganz einfach. Ups. Das hier ist mal nochmal kleiner. Ich öffne einfach einen neuen DAX. Wollen wir den nochmal? Muss ich jetzt mal suchen hier. So, dann habe ich ja erstmal. Das ist echt so wie ein Sack Muscheln hier alles, so von der Performance, wenn ein Video übertragen wird. So, dann habe ich ja erstmal, wenn ich es jetzt so öffne. Ah ne, guck mal, der hat den hier als passiv geöffnet. Also ich habe jetzt hier, ich mache das mal hier als Reset. Also generell, so sieht das fertige Ergebnis nämlich eigentlich schon aus. Ah, der hat den jetzt auch als Test. Moment. Hier mal alles. Moment, ich mache nochmal alles zu. Mal fangen wir von vorne an. Beziehungsweise ich mache den nochmal zu. Stelle den hier mal zurück. So. Ja, ist auch schön, dass das da oben erscheint erstmal. So. Also ich mache einen neuen auf. Jetzt kann es natürlich sein, dass er den direkt mit der anderen Strategie aufmacht. Nee, macht er nicht. Okay. So, das heißt, ich habe jetzt hier einfach zweimal den DAX. So, ein Fenster ist aktiv, das andere passiv. Ja, man kann es übrigens auch umstellen, wenn man hier oben mit Shift draufklickt aufs Logo. Ja, da muss ich gar nicht ins Menü, sondern mache dann so den Switch. Kann sein, dass es gar nicht dokumentiert ist. Ja, also einfach hier per Klick und dann wird aktuelle Chart wird entsprechend dann umgeschaltet. Und so kann ich natürlich auch genauso den nur auf passiv stellen. Ja, und dann habe ich zwei passive. So, einfach nur mit Shift da oben drauf. Mit Control übrigens schmeißt den Stereo-Trader raus. Ja, also das sollte man vielleicht nicht verwechseln. So, wie mache ich das? Ich habe ja die Möglichkeit, entweder lasse ich den hier namenlos, den Chart, oder vergebe tatsächlich zwei verschiedene Strategienamen. Ich bleibe jetzt mal bei der einfachen Variante. Das heißt, hier, das Ding hat keine Strategie, da würde dann auch entsprechend alles eingefangen, was ich mit dem Handy oder von sonst wie irgendwie reingebe. Lassen wir das mal auch so stehen. Und wenn ich jetzt einen zweiten haben möchte und einfach hier aufs Logo klicken, bei Strategie, Doppelklick und dann nennen wir das Ding zum Beispiel S2 für Strategie Nummer 2, gehe auf Strategie wechseln, dann habe ich hier einen zweiten aktiven Chart. So, und dann kann ich jetzt hier einfach, ich will sagen, ich mache hier Long. Ja, ich bin hier Long unterwegs. Also wenn die Meldung kommt, ich weiß euch ein bisschen schnell, einfach hier oben mal die Positionsgröße ändern, weil die setzt sich ab und zu auf 0 zurück. Bin also hier Long. Auf der Seite sehe ich überhaupt nichts davon, weil das ist meine zweite Strategie. Kann hier genauso gut Long gehen. Ja, das ist völlig egal. Von der Richtung her spielt es keine Rolle. Und wie man sieht, ich habe hier eigenen Stop-Loss, eigenen Take-Profit, bin komplett isoliert davon. Ja, und kann natürlich hier auf der Seite dann natürlich auch genauso gut dann halt Short gehen. Short oder Long spielt keine Rolle. Und auf diese Art und Weise kann ich dann halt eben, zum Beispiel dafür ist es ja halt auch sinnvoll, wenn ich zum Beispiel halt irgendwie einen Swing drin habe, der über keine Ahnung wie viele Tage laufen soll, dann kann ich einfach auf der anderen Seite mit einem anderen Chart dann trotzdem halt irgendwie auch mal in die Gegenrichtung dann halt mal handeln, ja. Und je nachdem, wie hoch der Zeithorizont ist, also wie gesagt, wenn man im Swing ist, über Tage, dann ist man ja eher im 4-Stunden-Chart, im Tageschart oder noch schlimmer, im Wochenchart unterwegs. Und dann verbiete ich mir nicht selber quasi dann halt eben auch mal im 15-Minuten-Chart als Beispiel mal irgendwie einen Ausbruch oder so mitzumachen. Und dann, so kann man das halt einfach sehr nett voneinander trennen. Also einfach hier oben drüber, Klick aufs Logo, bei Strategie, einfach einen Namen vergeben, Strategie wechseln. Und das ist es dann auch schon. Ja, mehr muss man dafür gar nicht machen. So. Hier mal einen riesen Gewinn gemacht. Ja, und Short natürlich ganz genauso. Das heißt, einfach auf die Art und Weise könnte ich jetzt hier zum Beispiel, wenn ich eine Gegenbewegung erwarte, nehme ich die hier mit und lasse halt hier gleichzeitig meinen Long laufen. Ich persönlich finde es sehr, sehr nett, deswegen ist es auch drin, weil man ja oft eben den Fall hat, dass man sagt, okay, ich mache heute mal irgendwie nur eine Long-Position auf und das Ding läuft dann halt eben auch den ganzen Tag. Und hier sehe ich gerade, da ist noch irgendwie die Order eingeblendet. Da muss ich mal gucken. Das sollte natürlich eigentlich nicht sein. Und also hier das Original, ne, vom MetaTrader, weil der stellt sich eigentlich automatisch aus.
Aber das hier ist jetzt auch wirklich gerade wieder die noch nichts Fassung, die draußen ist, sondern die momentan nur bei mir ist. Das heißt, das wird jetzt hier nur deswegen angezeigt. Ich vermute mal, hier ist es, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr, warum man es umstellt. Aber wahrscheinlich hier oben übers Menü. Gucken, wo haben wir es? Charts, Show Trade Levels, genau. So, damit die auch gar nicht mehr erscheint. So, und so ist es dann halt eben vollständig getrennt. Nee, also wie gesagt, ich finde es halt sehr, sehr nützlich, weil ich ja auch mal irgendwie morgens, heute ja zum Beispiel auch im DAX, ja, heute Morgen um, keine Ahnung, Viertel nach acht Long bei 5,62. So, und der kann ja laufen, ist auch irgendwie, keine Ahnung, 80 Punkte gelaufen, aber trotzdem kann ich ja dazwischen dann ruhig mal irgendwie noch mit einer anderen Positionsgröße dann zum Beispiel auch an Widerständen irgendwie mal Short handeln. Dann habe ich auf der linken Seite, habe ich dann mein Long. Lass den laufen, lass den auch in Ruhe. Und auf der rechten Seite dann halt eben die ganzen anderen Geschichten. Und so mache ich mir halt auch dann den Trade nicht kaputt, also visuell, ja. Und kann auch zum Beispiel pyramidisieren gleichzeitig und trotzdem auf der rechten Seite dann wiederum was anderes handeln. Und ansonsten hat man immer das Problem, dass man dann halt dann irgendwie im einen Trade, der eigentlich gerade läuft, dass man sich den halt so ein bisschen dann verhunzt. So, wie sind die CSV-Statistiken zu nutzen? Die sollten eigentlich einfach nur erstellt werden. Das heißt, die kann man dann in Excel oder sowas halt einbinden und das war's. Also kann man ja auswählen hier im Setup. Bei Trading müsste das auch sein. CSV-Statistiken, genau. Das sind einfach nur Dateien, die werden dann erstellt, kann man dann in Excel weiterverarbeiten. Und ja, das ist das ganze Geheimnis damit. Wie lässt sich das Layout ändern, die Kerzenfarben und abspeichern? Eigentlich wird das doch immer abgespeichert. Oder ist da jetzt individuelles Layout gemeint? Da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen. Was bedeutet EO? Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, ich stelle ich mal kurz hinten an. Wäre es nicht sinnvoll, die MTO-Funktion generell bei Market Entry zu verwenden? Ja, ich meine, das kann man ja machen. Also muss man halt die Shift-Taste gedrückt halten. Und da die meisten, das ist auch jetzt gar, soll gar nicht doof klingen, aber die meisten verfügen ja auch über zwei Hände, weil ich sage das deswegen auch ganz bewusst dazu. Es gibt tatsächlich einen, bei dem ist es nicht so von einem User, wo ich weiß. Und deswegen ist da auch schon das eine oder andere dazugekommen. Und aber für die meisten sollte es eigentlich kein Problem sein. Aber generell umstellen, weiß ich nicht. Also man hat ja auch im Zweifelsfall immer einen Punkt schlechtere Ausführung. Also man kann das verwenden, wenn irgendwie ist auch wieder so ein Punkt, wenn da viele sagen, ja, ich würde das gerne irgendwie halt generell einstellen, könnte man mal drüber nachdenken, man da eine Option einbaut. Aber ich bin auch nicht so ein Freund davon, irgendwie alles zu überladen mit Einstellungen, weil es ist jetzt schon, also ich versuche es halt immer wirklich auch aufgeräumt zu halten. Und obwohl der Stereo-Trader jetzt schon ordentlich komplex ist, sind ja doch die Einstellungen noch überschaubar. Man kann es natürlich komplett überfrachten, ja, aber dann blickt irgendwann auch gar keiner mehr durch. Und das versuche ich natürlich schon zu vermeiden, ganz klar. So, individuelles Layout. Ja, das Thema hatten wir auch schon mal, ich spreche es aber nochmal gerne an. Es sollte eigentlich dahingehend funktionieren. Ich sage mal ganz bewusst sollte, weil es irgendwie kaum einer macht. Ich verwende es auch nicht. Es wurde aber schon mal irgendwie gefragt und ich meine, das auch schon mal überarbeitet zu haben. Wenn man hier bei Layout einstellt, Panel Design, so, da wähle ich sowieso nur aus, die Farben vom Panel, die kann ich ja nicht komplett ändern. Und bei Chart-Thema muss man dann letzten Endes No Preset auswählen. Und wenn man das dann macht und dann damit dann halt letzten Endes seine Kerzenfarben ändert, dann sollte das eigentlich auch beim Start vom Stereo-Trader dann auch entsprechend nachher nochmal vorhanden sein. Da bitte aber gerne mal ausprobieren, ob das wirklich alles so funktioniert, wie es soll. Und aber damit ist es eigentlich machbar. Also das sollte eigentlich funktionieren. Aber wichtig ist hier, dass No Preset hier steht. Und idealerweise kann man das hier auch, glaube ich, auf Automatik stellen. Genau, dann versucht der Stereo-Trader,
die Panelfarben an den Kerzenfarben halt da anzugleichen. Und ja, also damit sollte es eigentlich machbar sein. Die Kerzen werden bei der Neueröffnung meistens schwarz-weiß angezeigt. Ja, das ist generell die Voreinstellung, ja. Also die ist halt jetzt hier in der ab der 1.18 die halt schwarz-weiß, aber es ist halt eben noch nur die Voreinstellung. Man kann es ja umstellen. Und was eigentlich gehen sollte, ist, wenn man halt hier zum Beispiel jetzt irgendeines von den Farben auswählt, ich dachte immer, da ist eigentlich schon alles drin. Ja, was man dann noch irgendwie an Farben reintun kann, da fällt mir schon gar nichts mehr ein, weil da wirklich alles Mögliche da quasi vertreten ist. Und aber jetzt so rosa in Verbindung mit hellblau, sowas habe ich jetzt tatsächlich nicht drin. Wenn das noch gewünscht ist, kann man mir auch gerne mal einen Vorschlag machen. Und dann kann ich es auch dazu bauen. Das macht es natürlich dann halt für denjenigen, der es braucht, am allereinfachsten. Nichtsdestotrotz, wenn man das einmal umstellt, ja, also wenn man hier zum Beispiel sagt, Black England oder was weiß ich, oder hier Stereoflex, was auch immer, und wenn ich dann auf als Standard klicke, und dann hat das zur Folge, ich kann es jetzt hier nur nicht demonstrieren, weil, und das erklärt auch gleich die Antwort, wenn ich auch da sage, als Standard, dann werden sämtliche Einstellungen, die per Standard überhaupt anwendbar wären, werden dann halt herangezogen, wenn ein Symbol geöffnet wird, das noch nie geöffnet war. Dann kommen nämlich genau diese Standardeinstellungen zum Tragen. Das heißt, das muss man eigentlich relativ am Anfang machen, wenn man den Stereotrader anfängt zu verwenden. Und dann macht es auch am meisten Sinn, weil dann gehen nämlich wirklich dann halt alles, was danach kommt, dann entsprechend mit den Standardeinstellungen dann halt auch auf. Und man kann auch übrigens, wenn man mal sagt, irgendwie, ach, die ganzen Einstellungen, die ich habe, die sind doof, die gefallen mir nicht mehr, dann kann man die übrigens auch löschen. Man findet die, wenn man hier auf File bzw. Datei klickt. Hier oben geht man auf Open Data Folder und da gibt es diverse Unterordner. So sieht es dann halt zum Beispiel aus. Dann habe ich hier einen Ordner, der heißt MQL4. Wenn ich jetzt den richtigen, ja, ich werde es gleich rausfinden, Files. War prompt falsch. Also, man landet hier, geht einen Schritt zurück. Dort gibt es einen Ordner, der heißt Common Files STMT4 Setups. Ja, dort sind die ganzen Einstellungen drin. So, alles Mögliche, was hier schon mal irgendwie da zustande gekommen ist, ist dann halt hier gespeichert und man kann einfach, wenn man da Tabula Rasa machen möchte, einfach den ganzen Ordner löschen. Passiert nichts, geht auch nichts kaputt. Und aber dann hat man genau diesen Zustand, wie wenn man es noch nie verwendet hätte. Ja, und dann kann man das auch benutzen. Ja, ich wollte da gerade auch noch, strategische Order war jetzt hier noch die Frage. Gerade mal gucken, ob ich das finde. Jetzt finde ich das nicht mehr. IOP in strategische Order. Gerade mal gucken. Hoffentlich weiß ich das selber noch. In der erweiterten strategisch vermute ich mal, weil hier haben wir es ja nichts. So, da sind wir bei. Aber strategische Order. Ich verwende die leider auch viel zu selten. Dabei ist es eigentlich so eine gute Sache. Gerade in Seitwärtsphasen ist das halt echt so nützlich. Und so, gerade mal reingucken. Ja. Strategische Order. So. Parke ich jetzt einfach mal hier. Wie soll die Option heißen? Weil ich sehe die hier irgendwie gar nicht. EOP. Hier gibt es keine. Erste Order EOP. Genau, das heißt End of Period. Ja, also am Ende Genau, die wird dann an der Kerze wird die hinterhergeführt. Ja? Also je nachdem, ob es long oder short ist, drüber oder drunter. Das heißt End of Period. Und Instant Open heißt ja,
wenn halt eine Strategie gestartet wird, gibt es ja immer eine erste Order plus das ganze Package, was dazu kommt. Und das ist halt dann entsprechend die Methode für die erste Order. Und da kann ich auch zum Beispiel sagen, gar keine, ja, sondern gibt es halt eben nur das Grid zum Beispiel, also das Paket, was erzeugt wird, oder direkt Market oder MTO. Das, was ich oben gezeigt habe, und EOP wäre einfach dann Rente deiner fertigen Kerze hinterher. Ja. Das ist EOP. Okay, sonst kommt da auch irgendwie gerade gar nicht mehr viel. Und beziehungsweise alles beantwortet. Das finde ich natürlich total klasse. Und die Sache mit der Eingabe von der Order, also hier von dem Kurs, ja, dass man halt da sagen kann, okay, ich gebe es hier nochmal als Wert ein. Momentan wird es tatsächlich nur angezeigt. Das sollte auch eigentlich kein großes Hexenwerk sein, das da umzustellen. Und nee, das sollte machbar sein, sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, so wie ich das sehe, sind wir dann hier tatsächlich schon fast durch. Bei einer strategischen Ordner des Seitwärtsfalls, da wählst du Sell, Buy, Hold, ganz genau. Ja, also für den, der es noch nicht kennt, das darf man gerne mal ausprobieren auf dem Demokonto. Es ist wirklich spannende Geschichte. Vielleicht nicht unbedingt hier das Monster mit den ganzen Detailangaben. Man kann es erstmal in der reduzierten Fassung probieren. Also hier sind jetzt nur alle Optionen angezeigt, wenn man halt eben selber da halt Werte vergeben will. Damit muss man sich aber wirklich dann auch ordentlich auseinandersetzen. Es gibt aber auch diverse Presets. Und eins ist zum Beispiel 5 mal ATR durch 3. Das ist so eins. Das funktioniert eigentlich doch recht gut. Also wobei muss man natürlich immer auch sagen, ich kann natürlich hier kein Versprechen abgeben, dass da am Ende was bei rauskommt. Das muss man dann eben halt selber ausprobieren. Aber in Seitwärtsphasen, also wirklich, wenn der Kurs halt so einfach nur Schlangenlinien läuft und das in einer Range von 20, 30, meinetwegen 40 Punkten, ja, und dann geht das Ganze ja einfach nur hin und rechnet halt eben die ATR aus, also die durchschnittliche Länge von den Kerzen, in dem, wie es hier oben angegeben ist, ja, also ATR 14D. Das D steht hier übrigens für die Richtung. Das heißt, da wird die ATR für Long und Short getrennt ausgewertet, was auch Sinn macht, weil Short, also je nachdem, wenn man zum Beispiel im Index unterwegs ist, sind die Short-Kerzen meistens länger als die Long-Kerzen, weil Short-Bewegungen einfach schneller gehen, ja, und weil rausgeschmissen ist schnell, aber hocharbeiten dauert lange. Und es ist wie im Geld verdienen. Geld verdienen dauert auch lange und ausgegeben ist halt schneller. Und ungefähr so verhält sich das tatsächlich auch mit Long und Short. Und deswegen ist das hier getrennt. Und es macht dann halt Folgendes. Also wenn ich jetzt hier dann zum Beispiel eine Positionsgröße auswähle, ich sag mal hier 5 Euro pro Punkt, ja, insgesamt. Und dann rechnet er das entsprechend aus mit den Einstellungen her, was muss ich dafür tun. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel auf Long klicke, und dann hat man hier ein Paket von Orders. Und da sieht man 1, 2, 3, 4, 5, zusammen 5 Euro pro Punkt. Plus die Extra, das ist entsprechend diese Instant Open, die kommt immer noch dazu. Und so habe ich halt eben 5 Euro pro Punkt verteilt. Und die sind eben auch alle verkettet. Das heißt, die können auch nicht einmal gefüllt werden. Es gibt auch dann nicht direkt Margin Call, wenn er jetzt hier runterstürzt, sondern im Gegenteil. Die werden alle mit runtergezogen, das ganze Paket. Und so verteilt man sich dann halt automatisiert auf die vorherrschende Vola entsprechend den Einstieg mit seiner Positionsgröße hier von 5 Euro pro Punkt. Und hat dann halt hier, wenn man zum Beispiel dann auch noch den Trading Stop passend dazu auswählt, jetzt zum Beispiel einfach als Straight, ja, und der Abstand ist auch entsprechend alles schon voreingestellt, wo der anfängt zu trailen. Also er würde hier nach 4 Punkten würde anfangen zu trailen und dann eben mit einem Abstand von 1,1 Punkten. Und diese Werte verändern sich automatisch. Ja? Also wenn jetzt hier die Vola plötzlich zunimmt, verändern sich auch diese Werte. Und dieses Grid wird auch anders verteilt. Und ich habe das jetzt in der Gruppe ja auch schon oft mitbekommen, dass der eine oder andere dann schreibt, ja, heute strategische Order, hat wieder super Job gemacht, irgendwie halt, keine Ahnung, so und so viele Punkte eingesammelt. Ja, also wenn so ein Markt unentschlossen ist, wie wir das beim DAX ja wirklich die letzte Woche hatten, und wo es dann wirklich nichts Vernünftiges zu handeln gibt, ist das Ding halt echt brauchbar. Also darf man sich gerne mal mit befassen. Nochmal, rein rechtlich muss ich darauf hinweisen, es ist keine Handelsempfehlung. Ja, es ist eine Funktion, die ist vorhanden. Ob das jemand nutzt, das muss bitte jeder selber entscheiden. Und man sollte es unbedingt auch vorher im Demokonto
mal ausprobieren oder auch gerne mal durch einen Tester schicken. Ich glaube, da habe ich auch mal irgendwann ein Video dazu gemacht. Das ist schon erstaunlich, was da teilweise rauskommt. Und klar produziert das Ding auch mal Loser, logischerweise, aber eben, weil er halt dieses Marktrauschen halt immer irgendwo einfängt und eben auch dauernd Gewinne mitnimmt, ist das eine Geschichte, mit der man schon was anfangen kann. Und gerade, wie gesagt, in solchen schrägen Phasen, die wir ja wirklich die letzte Woche im DAX hatten, das war eine absolute Katastrophe, da gab es ja wirklich nichts zu handeln und da ist so ein Ding halt echt dann möglicherweise Gold wert. Welches Zeitfenster wähle ich persönlich? Also mit der Einstellung 5-Minuten-Chart, also mit der 5-mal ATR durch 3. Was übrigens auch, um das mal ganz kurz zu beschreiben, hier sieht man es ja auch in der erweiterten Order, 5-mal ATR durch 3 heißt, der Abstand ist das Drittel von der ATR und das Ganze verteilt auf 5 Orders. Ja, nicht mehr, nicht weniger heißt das. Teilweise sind hier so ein paar lustige Namen auch drin und die kann man sich aber eben alle angucken, was die ganzen Werte machen. Die Werte selber sind auch im Handbuch beschrieben. Und man kann also wirklich alles Mögliche einstellen. Man kann auch eine Progression einstellen. Und was ich auch mal gezeigt habe, übrigens in einem Artikel, den ich mal geschrieben habe, wie man zum Beispiel, man kann damit auch Martingale abbilden, ja, also Martingale, Verdopplung im Verlust. Und wenn man das unbedingt machen will, damit kann man es machen. Ich habe das aber halt eben auch eigentlich nur eingebaut für Testzwecke, damit man halt eben das mal durch einen Tester schicken kann. Also hier ist es zum Beispiel, hoppla, Martingale Swing. Wenn man Martingale gemacht hätte, hätte man letztes Jahr im DAO sich locker aus einem kleinen Konto eine Million machen können. War aber auch nicht so schwer, weil der DAO ja auch nur long war. Ja. Und wenn es umgekehrt gelaufen wäre, dann wäre es ein großes, dickes, rotes, eine rote Zahl gewesen. Also auf jeden Fall eine Null. Weil so endet Martingale früher oder später nämlich immer. Aber das eben nur mal zum Beispiel, man kann es machen. Ja, also man kann es theoretisch damit einstellen. Dient aber jetzt nur mal halt hier auch, um zu zeigen, was es damit auf sich hat. Das hier sieht man jetzt zum Beispiel, der hat jetzt hier mit dieser Einstellung entsprechend Martingale aufgemacht und verdoppelt immer die Position 1, 2, 4, 8 und so weiter und so fort. Ne? Und das geht natürlich fürchterlich ins Auge irgendwann. Da unten sind schon mal bei 16 und so weiter und so fort. Und ist auch mit der Positionsgröße nicht darstellbar, weil jede Einstellung versucht immer mit der aktuellen Positionsgröße das Risiko so einzustellen, wie es da oben steht. Aber wenn ich natürlich hier sage, ich habe einen Abstand von 20 Punkten und will irgendwie 10 Limit-Orders drin haben, dann haut das natürlich schon nicht mehr hin, wenn die kleinste Größe 1 ist, weil damit fängt er hier ja an. Ne? Also deswegen sowas bitte unbedingt vorher ganz genau angucken, was man da macht. Und Martingale bitte nicht. Also wenn ich eine Empfehlung abgebe hier, dann Martingale nicht zu verwenden. Ganz klar. Weil, ne, sieht man, wo wir unten rauskommen. 500 Euro pro Punkt aus ursprünglich einem, nur damit die Position nicht im Verlust endet. Wo das insgesamt endet, das kann man sich ja ausrechnen. Aber generell kann man das damit machen. Und was zum Beispiel meines Erachtens schon ganz brauchbar schon mal sein kann, ich muss mal ganz, ganz kurz einen Schluck trinken. Was schon mal brauchbar sein kann, ist, wenn man zum Beispiel eine kleine Progression einbaut. Ja? Also das heißt, ich nehme jetzt mal einfach hier nochmal den 5-mal ATR und ich könnte hier nämlich zum Beispiel jetzt sagen, ich mache eine Progression, Limit Orders von 1,3 ist schon zu viel, machen wir mal 1,1. Was heißt das? Wenn zum Beispiel meine Gesamtpositionsgröße 10 Euro pro Punkt ist und ich will halt das Rauschen mitnehmen, wahrscheinlich ist jetzt hier alles viel zu klein, ich setze es eben nochmal zurück hier im Chart, so, ups, falscher Knopf, so, wenn ich die jetzt zum Beispiel dann da reingebe, sag long mit dieser Progression. Ja, das kriege ich nicht dargestellt. Das müsste ich mit dem DAX Mini machen. Da sieht man das besser. Weil hier habe ich ja immer nur eine Staffelung von 1. Ich mache mal den Mini auf. Habe ich den überhaupt hier drin? Ja, da ist er drin. Damit man versteht, was es damit auf sich hat. Das heißt, der fängt mit einer kleineren Positionsgröße an und wird dann nach hinten leicht größer. Ja, das geht natürlich alles schon so ein bisschen in die Richtung.
von dem, was gefährlich wird. Aber wenn man das moderat macht, kann das schon einen kleinen Vorteil bringen. Aber nochmal, das muss man wirklich alles in Ruhe ausprobieren. Und genauso gut kann man auch umgekehrt progressieren, dass man sagt, okay, ich mache es nach hinten kleiner. Geht natürlich genauso gut. Beziehungsweise möglicherweise auch besser. Weil irgendwie, also alles, was ich in der Richtung bisher getestet habe, hat mit Progression eigentlich nicht wirklich was gebracht. Also höchstens dann mal einen größeren Knick, wenn es daneben gegangen ist. So. Jetzt habe ich natürlich hier wieder die normale drin. Ich nehme es mal eben nochmal. Falsch. Here we go. So. Also strategische Order. Ich wähle den mal hier voraus nochmal. Mach mal eine Progression. Ich mache jetzt mal 1,3. Das ist zu viel. Aber es geht jetzt hier erstmal um Demonstrationszwecke. So, wenn ich da nämlich jetzt sage, Long. Und dann sieht man, was er daraus gemacht hat. Den schaffen wir ein bisschen größer. Ne. So. Da sieht man es deutlich. Er hat also 5 Euro pro Punkt verteilt in einer Progression. Das heißt, meine erste, also hier oben die MTO, die ist mit 0,4, die nächste ist 0,6, 0,7, 1,0, 1,2, 1,6. Kann man machen. Ja. Also vor allen Dingen ist es ja hier auch ganz klar begrenzt. Und wenn jetzt eine gefillt wird, habe ich ja dann unten auch einen Stop-Loss. Ja, und wenn jetzt halt hier oben zum Beispiel, wenn der Bereich, wenn ich sage, ah, ich glaube, der geht eher nochmal tiefer, weiß es aber nicht, keine Ahnung, schon möglich, und Tendenz nach unten, dann kann sowas schon funktionieren mit einer Progression. Also das ist gemeint mit Progression. Die kann ich auch genauso gut umgekehrt sagen, okay, hier oben ist die größte, vielleicht geht er noch ein Stück weit runter, dann kann ich die Progression natürlich auch umdrehen, dass es nach unten hin dann kleiner wird. Ja. Und das sind eben alles solche Geschichten, die man damit einstellen kann. Ganz nettes Spielzeug, vielleicht auch mal fürs Wochenende, um das mal im Tester zu probieren, im History Trading, damit man ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was man damit tatsächlich machen kann. Also das ist auf jeden Fall schon interessant, weil es ja halt auch ja, so eine Automatik ist. Und von den Ergebnissen, wenn man das mal vergleicht, wenn man normal in den Markt reingeht und dann zum Beispiel sagt, ich gehe long und da gehe ich wieder raus, kommt das Ding ja tatsächlich besser weg im Durchschnitt. Ja. Weil halt einfach das Rauschen, weil permanent ja irgendwas mitgenommen wird. Und selten, gerade bei Long, geht es ja nur geradeaus in eine Richtung, außer man hat dann halt einen Squeeze. Ja, aber in den meisten Fällen geht es ja rauf, runter, rauf, runter, doch nicht rauf, doch nicht runter. Und eben diese ganzen Geschichten nimmt man damit dann halt eben mit. So, ich denke, das war es dann halt auch. Wir haben die Stunde auch voll, sind wir tatsächlich auch mal in Time hier. Das freut mich natürlich auch. Ist ja auch Freitagabend. Wir haben alle bestimmt noch ein paar andere Sachen zu tun. Und da hier auch nichts mehr reinkommt, außer noch ein paar Komplimente, für die ich mich natürlich sehr gerne bedanke. Aber ich bin auch eben tatsächlich echt immer so auf euer Feedback angewiesen und freue mich da halt auch, wenn da was kommt. Egal ob nun positiv oder negativ, weil nur wenn was zurückkommt, kann ich mich auch darauf einstellen und auch Dinge ändern, mit denen ihr dann zum Beispiel nicht happy seid. Okay. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Dabeisein und ich hoffe, das, was ich erklärt habe, was gefragt wurde, war soweit verständlich und freue mich dann einfach aufs nächste Mal. Bis dahin.